was ich hier drin da sagen werde. Sie wissen das nicht. Ich habe schon öfter mal gehört. Wo? Was habe ich zum Beispiel gesagt? Was habe ich zum Beispiel gesagt? Teilweise Dinge, die man nachvollziehen kann. Zum Beispiel. Das wissen Sie nicht. Demokratie funktioniert, indem man miteinander redet. Nein. Sie vermuten, was ich sage. Ich bin ein deutscher Schriftsteller. Das Problem ist bei Burschenschaften und der Alternative für Deutschland. Das ist das Problem. Wer sind damit Sie, um das zu verbieten? Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eigentlich wollte ich heute meine letzte Lesung zu meinem neuen Buch Mohammed, eine Abrechnung, hier abhalten. Es waren sehr anstrengende Wochen für mich. Und ich bin hierher gekommen, weil ich viel von der Meinungsfreiheit halte. Ich bezahle einen hohen Preis für diese Meinungsfreiheit und bin immer noch bereit, einen höheren Preis für diese Meinungsfreiheit zu halten. Heute ist die traurigste Lesung, die ich je in diesem Land hatte. Ich habe im Vorfeld erfahren, dass eine Mahnwache draußen ist, aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Und als ein Demokrat, der auch viel von der Demokratie hält, wollte ich mit den Menschen draußen in einen Dialog eintreten. Ich wollte wissen, wogegen genau diese Menschen sind, was ihre Botschaft ist. Ich wollte sie sogar mit einladen, hierher reinzukommen, meinen Vortrag zu hören, bevor sie ein Urteil darüber geben, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. So funktioniert die Demokratie. Ich bin froh, dass einige davon reingekommen sind. Genau das wollte ich tun, aber leider die Scharfmacher, die hinter ihnen standen, die mir Stinkefinger gezeigt haben und mich als Faschisten beschimpft haben, haben das verhindert, dass ich meine Ansprache zu Ende führe, dass ich mit ihnen im Dialog halte. Und das wäre genau der Punkt. Ich bin froh, dass auch
einige von ihnen reingekommen sind, sie beide, aus beiden Lager, aus beiden Lager, hören Sie damit auf, aus beiden Lager, es gibt einen geistigen Bürgerkrieg in diesem Land. Es gibt einen geistigen Bürgerkrieg in diesem Land. Und daran beteiligen sich beide von rechts und von links. Und das darf nicht geschehen. Die einen meinen, die Demokratie zu verteidigen und spielen draußen Sophie Scholl nur mit 70-jähriger Verspätung, nur weil sie wissen, dass kein Mensch sie zur Rechenschaft ziehen will, dass ihr Leben nicht in Gefahr ist, wegen sie draußen Widerstandskämpfer spielen. Ich stehe hier mit meinem Leben für das, was ich sage. Ich stehe hier mit meinem Leben. Ich habe keine Ahnung, was für ein Leben ich habe. Diese Stimmung in diesem Land kann nicht so weitergehen. Beide Seiten brauchen mehr Verantwortung. Wenn jeder Seite die andere immer als Schuld darstellt, wenn jede Seite sich selbst als Opfer darstellt, von rechts und von links, von AfD und von den Linken und von den Grünen, wenn beide ihre Verantwortung nicht übernehmen, dann haben wir statt einen geistigen Bürgerkrieg bald einen wirklichen Bürgerkrieg in diesem Land, und das muss aufhören. Ich habe nur ein Buch geschrieben als deutscher Schriftsteller über einen Mann, der vor 1400 Jahren gestorben ist. Mehr habe ich nicht getan. Stellen Sie sich vor, der Titel meines Buches wäre Jesus eine Abrechnung. Was wäre los draußen? Ja, hätten Sie draußen demonstriert? Nein. AfD, hätten Sie mich eingeladen zu einer Lesung? Nein. Genau da wäre das Problem. Genau da wäre das Problem. Statt mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sollte jeder bei sich anfangen. Das ist meine Bitte. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Wenn wir von Syrern sprechen oder von Flüchtlingen, reden wir über Menschen, über Einzelschicksale. Und einfach Politik zu machen, Politik zu machen auf den Rücken von Menschen, die sich nicht wehren können, ist unanständig. Punkt. Alle Seiten beteiligen sich an diesem geistigen Bürgerkrieg. Politiker, die ganze Bevölkerungsgruppen als Pack bezeichnen oder Dunkeldeutschland. Sie leisten keinen Beitrag zur Befriedigung dieses Landes. Parteien, die die gesamte Presse als Lügenpresse bezeichnen, leisten keinen Beitrag zur Befriedigung dieses Landes. Es gibt Journalisten, die nicht die Wahrheit schreiben. Und ich kann davon ein Lied singen. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel geben. Ich bin vorgestern bei der AfD in Berlin aufgetreten. Ich habe genau diese Worte dort gesagt. Ich habe appelliert für Meinungsfreiheit, für Menschlichkeit, für Toleranz und dass wir Flüchtlinge als Menschen betrachten und nicht als Massen und nicht als Zuströmung. Und was hat die Taz über die Veranstaltung geschrieben? Narziss zu Hause bei Freunden. Hamed Abdelsamad liefert Argumente für den Rechtsextremen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, die Dame, die den Artikel geschrieben hat, muss entweder in der falschen Veranstaltung gewesen sein, oder sie hat den Artikel schon vorher verfasst und sie hatte keine Zeit, etwas zu modifizieren. Und das passiert auch vielen Leuten, die irgendwo demonstrieren, die interviewt werden
Und dann lesen am nächsten Tag vollkommen was anderes in der Zeitung. Dann verlieren sie auch Vertrauen in der Presse. Das bedeutet aber nicht, dass die gesamte Presse eine Lügenpresse ist. Ich bin jemand, der für die Zeit schreibt, für die Welt, für Cicero, für die Frankfurter Allgemeine. Und ich habe diese Lügenpresse nicht getroffen. Ich habe Journalisten getroffen. Jeder ist anders. Es gibt sehr gute Journalisten, die gut recherchieren, die auch sich selbst zurücknehmen können. Und es gibt Journalisten, die in ihren eigenen ideologischen Schranken verhaftet sind. Und egal was passiert, sie schreiben nur das, was sie können, nur das, was in ihre ideologische Auffassung passt. Und diese Journalisten gibt es sowohl links als auch rechts. Und das wissen wir. Ich war vorgestern bei der AfD. Es gab auch eine Mahnwache gegen die Veranstaltung. Und es hieße, das ist gegen Hetze, dass die Menschen demonstrieren, weil hier gegen den Islam gehetzt wird. Und ich wollte den Menschen zeigen, dass es nicht der Fall ist, dass ich der Letzte bin, der gegen Menschen hetzt. Ich bin in der Islamkritik in der Sache sehr hart. Aber wenn es um Menschen geht, weiß ich ganz genau zu differenzieren. Und ich sage immer, der Mensch steht für mich über der Ideologie. Und die Tatsache, dass ich den Islam kritisiere, bedeutet nicht automatisch, dass ich alle Muslime verunglimpfe. Im Gegenteil, ich sage immer und betone es überall, die meisten Muslime weltweit und auch in diesem Lande sind anständige, friedliche Menschen. Meine Islamkritik richtet sich an die Ideologie des Islam und es ist überhaupt nicht hilfreich, mit hilflosen Floskeln zu kommen und zu sagen, der Islam ist die Religion des Friedens oder Islam ist Teil von Deutschland und darauf hofft, dass die Integration von alleine funktioniert. Indem man solche hilflose und falsche Behauptungen macht, hilft man nicht Muslimen, sich besser in diesem Land zu integrieren, sondern hilft den politischen Islam, sich zu etablieren. Denn wenn der Islam sowieso die Religion des Friedens ist und wenn der Islam sowieso Teil Deutschlands ist, ohne Wenn und Aber, bedeutet das, dass der Islam sich hier institutionalisieren darf, dass die Islamverbände mehr Macht und mehr Einfluss und mehr Zugang zu Steuergeldern bekommen. Und das ist wiederum gegen Muslime, gegen einfache moderate Muslime, die nur einfach ihr Leben führen wollen. Der Staat hilft diesen Verbänden, diesen politischen Islam, Muslime zu vereinnahmen, ihre Kinder in muslimischen Kindergärten, ihre Eltern in Krankenhäusern und Wohlstandsverbände. Und das will ich verhindern. Ich habe versucht, das 3 Jahre lang in der Islamkonferenz mit dem Innenminister und mit den Verbänden zu stoppen, aber die Regierung, der Staat scheint gewillt zu sein, die Islamverbände aufzuwerten. Ich bin zu den Demonstranten vorgestern gegangen. Sie waren deutlich weniger als draußen heute. Ich habe es auch vorher angekündigt, weil ich will ja niemanden überraschen, dass ich mit ihnen reden will. Genauso wie ich heute angekündigt habe, dass ich gerne mit den Menschen sprechen will, weil ich an die Demokratie denke. Und die Demokratie beginnt nicht damit, indem eine Seite sich für die Guten hält und die andere Seite automatisch als die Böse darstellt, ohne dass es jemals die Möglichkeit gibt, miteinander zu reden, dass man sich austauscht. Mir war klar, dass sowohl die Veranstaltung vorgestern als die Veranstaltung heute mein Image mehr schadet, als Nutzen bringt. Aber meine Prinzipien sind mir wichtiger. Und zu diesen Prinzipien gehört Meinungsfreiheit, Demokratieverständnis. Ich stehe für eine freie Diskussionskultur, wo Menschen miteinander sprechen können, auch die ganz konträre Meinungen sind. Wo käme die Demokratie?
Wo käme die Demokratie hin, wenn wir nur die ganze Zeit mit Gleichgesinnten sprechen? Wenn man mit Gleichgesinnten spricht, da entwickeln sich automatisch Verschwörungstheorien. Das sehen wir bei Rechtsextremisten, das sehen wir bei Linksextremisten, das sehen wir bei Islamisten. Wer unter sich bleibt, versperrt sich den Weg zum frischen Wind, dass man seine eigene Position in Frage stellt, dass man darüber nachdenkt, vielleicht sind die anderen nicht nur Teufel und vielleicht bin ich nicht nur der Gute. Vielleicht gibt es nur ein Verständigungsproblem, ein Problem der Vokabulare. Und erst, wenn wir miteinander reden, wenn wir, ich wollte sagen, wenn wir uns in die Köpfe einschlagen, aber vergessen wir diese Metapher, in diesen Tagen ist es schrecklich. Wenn wir uns gegenseitig ernst nehmen als Menschen, wenn wir uns gegenseitig nicht die Existenzberechtigung absprechen, nur weil wir eine konträre Meinung sind, dann können wir vielleicht etwas tun. Es war sehr interessant in Berlin bei dieser Lesung, dass eine Mahnwache draußen stand und sie sprach für Flüchtlinge. Sie wollten Flüchtlinge vor Hass und vor Hetze retten. Ein Anliegen, das eigentlich sehr nobel ist. Und kein Mensch sollte diffamiert werden, nur weil er dafür eintritt. Und da wir dabei sind, damit nicht der Eindruck entsteht, dass alle, die draußen stehen, dann Linksextremisten oder Antifa sind, es sind auch ganz anständige Menschen, die hierher gekommen sind, um tatsächlich die Demokratie zu verteidigen. Und sie wollten mit mir sprechen, aber sie wurden von den Krawallmacher hinten, die ganz bewusst das verhindern wollten. Sie haben gemerkt, es wird Dialog geführt und sie sind nicht gekommen, um Dialog zu führen. Sie sind nicht gekommen, um die Demokratie zu retten. Sie sind gekommen, um sich selbst zu feiern, alles Befreier der deutschen Nation vom Dritten Reich, eben mit einer 70-jährigen Verspätung. Deshalb darf man auch Menschen, die draußen stehen, nicht alle über einen Kamm scheren und alle als Krawallmacher bezeichnen. Nein, es war eine Minderheit, die Krawall gemacht hat, bewusst Krawall gemacht hat, weil sie gemerkt hat, dass man in Dialog kommen kann und sie haben keine Chance, wenn man miteinander redet. Chaos und Anarchie ist ihr Motto. Dass ich als Faschist bezeichnet wurde, da muss man erstmal das auf die Zunge zergehen lassen. Ich bin gekommen, um nur einen Vortrag zu halten als deutscher Schriftsteller. Ich habe ein Buch geschrieben über einen Mann, der sehr vor langer Zeit gestorben ist. Mehr habe ich nichts getan. Und ich bestimme, wo ich auftrete und wo ich nicht auftrete. Nicht die Krawallmacher. Es wird gesagt, dass Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist. Vielen Leuten nehme ich das nicht mehr ab. Sie sagen nur, je suis Charlie, nachdem Charlie getötet ist. Nur ein toter Islamkritiker ist ein guter Islamkritiker. Aber solange man lebt, solange man für seine Sache kämpft, ist man unerwünscht. Ich habe den Eindruck, dass eine Meinung in Deutschland nur willkommen ist, wenn sie belanglos ist, wenn sie nichts verändern will. Oder wenn sie in den Konsens, in den Mainstream hineinpasst, dann ist sie willkommen, dann ist sie hilfreich. Alles andere ist nicht hilfreich. Alles andere muss man abstempeln. Muss man abstempeln. Und die Demokratie liegt eben, wie Salman Rushdie das wunderbar in der Eröffnungsrede der Frankfurter Buchmesse gesagt hatte. Die Meinungsfreiheit ist
die Mutter aller Freiheiten. Aber viele Deutsche nehmen ihre eigene Meinung nicht so ernst. Die müssen das immer am Ende abschwächen. Ich meine ja nur, sagen sie. Das ist nur meine Meinung. Oder, wenn ich das so sagen darf, du darfst, verdammt nochmal, du darfst. Einfach. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einer Meinung und einer Anklage. Und das ist jetzt auch mein Appell an die AfD. Wenn ich ein Führungsmitglied ihrer Partei höre, der sagt, Syrer haben ihr Syrien und Senegalesen haben ihr Senegal und Afghanen haben ihr Afghanistan und wir Deutschen, also wenn ihnen etwas passiert, dann können sie zu ihren Ländern zurückkehren, hat Herr Höcke gesagt. Aber wir Deutsche haben nur Deutschland und wenn uns etwas passiert, dann können wir nirgendwo hingehen. Das ist nicht richtig. Das ist auch gefährlich. Das ist auch gefährlich. Kennen wir die Parole Deutschland den Deutschen? Wissen Sie, wohin diese Parole hingeführt hat? Die Syrien haben kein Syrien, die Syrer haben kein Syrien mehr. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Sehr interessant bei der Lesung in Berlin war, dass die Mahnwache aus Linke und Grüne, die natürlich ein demokratisches Recht auf eine Demo haben, genauso wie die Menschen, die draußen sind, dieses demokratische Recht, das ist ein Grundrecht. Das darf man nicht in Frage stellen. Aber was will man damit? Man will etwas verändern. Man will vielleicht die Veranstalter zum Umdenken bringen. Vielleicht will man den Redner zum Umdenken bringen. Und deshalb wollte ich ja mit den Menschen reden. Was ist ihr Anliegen? Wovor haben sie Angst, dass in dieser Veranstaltung gemacht wird? Und ich habe die Menschen in Berlin eingeladen. Bitte kommen Sie mit. Eintritt frei. Und hören Sie zu. Und reden Sie mit mir. Und äußern Sie Ihre Kritik. Ich würde gerne diese Kritik hören. Aber wir schaffen nichts, wenn jeder in seiner ideologischen Schranke stecken bleibt, darauf beharrt, dass nur er Recht hat und dass die andere schuldig ist. So funktioniert für mich Demokratie. Warum ist es so schwierig für euch, Leute? Braucht ihr einen Ägypter, der euch Demokratie beibringt? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, bei der Veranstaltung in Berlin, und das hat mich umgehauen, kamen 5 syrische Flüchtlinge, die mit mir nicht einer Meinung sind. Aber sie kamen in die Veranstaltung hinein. Sie hatten keine Berührungsängste mit der AfD und sie hatten keine Berührungsängste mit mir. Sie wollten nicht, dass man über sie redet. Sie wollten, dass sie für sich sprechen. Und es gibt ein paar Leute, nicht alle Linken und Grünen, aber es gibt ein paar Leute bei den Linken und Grünen, die das nicht gerne haben wollen. Sie wollen für die Leute sprechen. Sie wollen Anwalt der Armen, der Unterdrückten, der Flüchtlinge sein. Aber diese 5 Flüchtlinge waren viel weiter. Sie sind reingekommen und einer von ihnen ist aufgestanden und hat gesagt, Herr Abdelsamad, ich bin nicht einverstanden mit Ihrer Islamkritik, aber wir wollen Lösungen. Ich will heute Ihnen erzählen, hat er gesagt, was mit meinem Land los ist. Und er hat genau diesen Satz ausgesprochen. Wir haben keine Heimat mehr. Wir haben viele Syrer verloren, die ertrunken sind vor unseren Augen, als wir unterwegs waren. Und unsere Heimat ist auch ertrunken. Ist ertrunken, weil die Menschen mit der Religion Politik machen. Und weil
Stellvertreterkriege zwischen den Mächten in meinem Land stattfindet und weil der Westen mein Land mit Waffen überflutet hatte. Bitte! Und er hat seine Bitte an alle Seiten gerichtet. Bitte hören Sie damit auf. Er hat für meine Begriffe besser als ich und besser als alle Redner an diesem Abend gesprochen. Er hat für sich gesprochen, obwohl sein Deutsch noch nicht so weit ist. Ich glaube, das war das erste Mal, dass auf einer AfD-Veranstaltung Arabisch gesprochen wurde. Ich fand das gut. Wir sind Menschen. Emotionen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. Bevor ich zur Bühne reinkam, habe ich zu mir selbst gesagt, pass auf, dass dein Ärger über das, was draußen geschah, was kurzfristig ist, nicht deine gesamte Rede heute beeinflusst. Nicht einmal, dass ich die gesamten Leute, die draußen waren, es waren auch ganz nette Menschen da, die gewillt waren, mit mir zu reden. Deshalb sollte man sich nicht immer von Emotionen verleiten lassen und immer vernünftig bleiben, damit wir tatsächliche Lösungen haben. Aber am Ende des Tages sind wir Menschen. Und elementar gesehen spielt in unserer Psychologie zwei Agrarzustände sozusagen, Liebe und Angst. Und in jedem Menschen von uns gibt es beides. Und ich habe in diesem Land beide Seiten innerhalb von wenigen Wochen gesehen. Menschen, die an Bahnhöfen gestanden sind, mit Blumen, Kuchen und Pullover und Klamotten, um Flüchtlinge zu empfangen. Ich fand das großartig und ich finde es unanständig, sich über diese Leute lustig zu machen, die Menschen in Not helfen wollten und nichts anderes. Das sollte man honorieren und nicht sich darüber lustig machen. Es war unsere Sympathie mit diesem ertrunkenen Jungen an der Küste von Bodrum in der Türkei. Ein schreckliches Bild, das uns alle erschüttert hatte. Wer da kalt geblieben ist, muss ein Problem mit sich haben. Und diese Sympathie, diese Empathie hat vielen Menschen bewegt zu sagen, wir wollen so viele Menschen wie möglich retten, stellvertretend für diesen Jungen, der gestorben ist. Und ich fand das gut, dass Menschen das im Herzen tragen. Und dann, nach ein paar Wochen, verflüchtete sich diese Stimmung, weil man natürlich auch mit der Realität konfrontiert wurde. Das ist, wie der Bundespräsident es gesagt hat, unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Nicht nur unsere Möglichkeiten sind begrenzt, auch unsere Emotionen spielen da eine entscheidende Rolle. Angst dominiert die Debatte. Angst hat immer in Deutschland eine große Rolle gespielt. Es gibt auf der einen Seite die Angst, dass die Diktatur wiederkehrt. Viele Menschen, die draußen stehen, glauben, dass so ein Vortrag heute dazu beitragen könnte, dass die Diktatur in diesem Land wiederkehren sollte. Diese Angst ist nicht ganz unberechtigt, denn Deutschland hat eine schwere Geschichte. Aber diese Angst darf uns nicht lähmen, demokratisch zu leben und eine freie Diskussionskultur zu haben. Die Demokratie lebt von der freien Diskussionskultur. Und es gibt die andere Angst auf der anderen Seite. Die Angst auf der anderen Seite, nämlich die Angst vor Überfremdung, die Angst vor dem sozialen Abstieg, die Angst, dass man im eigenen Lande überrannt wird,
dass neue Phänomene entstehen, womit man nicht zurechtfindet. Auch diese Angst ist menschlich, auch diese Angst ist ernst zu nehmen. Und genauso wie ich dafür plädiere, dass die andere Seite nicht ganz einheitlich diffamiert wird, genauso wie ich sage, kein Generalverdacht gegen alle, die Muslime sind oder alle, die links sind oder die in der Presse arbeiten oder in der Politik sind. Nicht einmal die Politiker gibt es nicht. Die Presse gibt es nicht. Die Muslime gibt es nicht. Die Flüchtlinge gibt es nicht. Es gibt immer unterschiedliche Menschen. Genauso kann man nicht jeden Menschen, der den Islam kritisiert, automatisch als Rassist, als Nazi, als Islamophob bezeichnen. Das ist auch eine Diffamierung und das hilft uns nicht weiter. Ich bin kein AfD-Mitglied. Ich werde nie AfD-Mitglied werden. Und ich bin mit vielem nicht einverstanden, was die AfD tut oder sagt. Aber gerade deshalb. Die einfachste Lösung ist einfach, die AfD zu isolieren und zu sagen, Faschisten, Nazis, wir reden mit denen nicht. Was erhofft man sich? Dass sie in sich gehen und sagen, ja, wir müssen uns verändern? Nein, Isolation ist niemals die Lösung, sondern dass man mit den Menschen entwickelt und sagt, da finde ich gut und da sehe ich ein Problem. Und da sollst du dich korrigieren und da sollst du Verantwortung übernehmen. Genau so, wie man mit der anderen Seite auch umgeht. Ich bin auch gegen die pauschale Diffamierung aller Grünen. Ich habe meine allererste Berlin-Reise von der Grünen Partei bekommen und dafür bin ich sehr dankbar. Eine Freundin von mir ist Iranerin. Sie hat nirgendwo eine Ausbildungsstelle oder Referendariat, nachdem sie Jura studiert hatte, machen können, weil sie keine deutsche Staatsbürgerin war. Und die Grünen haben ihr diese Möglichkeit geboten. Also die Grünen haben auch viele gute Sachen gemacht, genauso wie sie viel auch Unsinn gemacht haben in der Politik. Wie jede andere Partei auch. Wie jede andere Partei auch. Deshalb plädiere ich dafür und ich bin wirklich kein Mensch für emotionale Appelle. Ich finde das eigentlich anstrengend. Ich bin eher der Mensch, der kritisiert und nach Hause geht. Und ich bin auch derjenige, der kritisiert wird und diese Kritik auch einsteckt. Denn wer austeilt, muss auch einstecken können. Aber ich sehe tatsächlich, wir haben echte Probleme. Wir haben echte Probleme. Die Stimmung ist richtig vergiftet. Wir können nicht so weitermachen, dass jede Seite einmauert und glaubt, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein und dass die anderen, nur die anderen, die Bösen sind. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen. Ich glaube an Menschen, egal wo sie gerade unterwegs politisch sind. Wenn ich mit ihnen rede, da glaube ich, entwickelt sich was. Und diese Angst, die uns gerade beherrscht, die Menschen brauchen Politiker, die ihnen die Angst abnehmen. Und was ich gerade sehe in diesem Land, sind zwei Sachen. Hilflose Durchhalteparolen wie "Wir schaffen das", die funktionieren nicht. So kann man Menschen nicht Angst haben. Ich habe dieses Video gesehen, wo eine Dame, Frau Merkel, gesagt hat, dass sie Angst hat vor Islamisierung, vor Überfremden. Die Antwort von Frau Merkel hat mich richtig schockiert. Sie hat da, ich habe wirklich so gemacht in meinen Ohren, das hat sie nicht wirklich gesagt, habe ich gesagt. Frau Merkel hat der Dame gesagt,
Wenn Sie Angst vor dem Islam haben, dann gehen Sie häufiger in die Kirche. Und da sollten Sie ein bisschen bibelfester werden. Was ist das? So nimmt man den Menschen die Angst weg. Leben in diesem Land nur gläubige Muslime und gläubige Christen? Sind das nur die Ängste, dass man nicht mehr in die Kirche gehen kann oder seine Bibelzitate richtig rezitieren kann? So nimmt man die Menschen die Angst nicht weg. Auf der anderen Seite aber sehe ich Menschen, die genau mit dieser Angst Politik machen. Und in der Politik spielt Angst natürlich eine Rolle. Aber die Gewinne, die man durch Angst macht, sind sehr kurzfristig und nachhaltig gefährlich. Das ist etwas, worüber sich jeder Politiker, der mit Angst arbeitet, sich überlegen kann. Was bezwecke ich mich damit? Menschen, die ich durch Angst motiviere, wählen zu gehen, sie werden mich zum Fall bringen, genau durch die gleiche Angst. Menschen, die ich durch Angst gewinne, verliere ich sehr schnell wieder durch die gleiche Angst. Und irgendein Mittelweg muss geben, wo wir die Probleme ehrlich ansprechen, klar in der Sache, aber immer uns bewusst bleibt, dass wir über Menschen reden. Nicht über irgendwelche Massen oder Zuströme oder Wellen. Wir reden über einzelne Menschen. Ich behaupte nicht, dass alle Syrer, die zu uns kommen, Akademiker, säkular und sofort in den Arbeitsmarkt integriert werden. Nein, das wird verdammt schwierig sein. Das ist eine Tatsache. Aber was machen wir? Nur das die ganze Zeit, das wird gefährlich, dann wird das eine self-fulfilling prophecy sein. Dann werden wir das nicht schaffen. Wie schaffen wir es, die moderaten Flüchtlinge, die Gebildeten, zu gewinnen, dass sie auf unserer Seite stehen, damit wir gegen den islamischen Fundamentalismus kämpfen können, damit wir diese Leute nicht an Islamverbände und Salafisten verlieren können. Dafür brauchen wir die Hilfe aller Parteien. Nicht, dass man von vornherein gesagt hat, ja, wer hat sie eingeladen? Ja, jetzt. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das Kind liegt schon im Brunnen. Wir können das nicht rückgängig machen. Wir haben keine Flugzeuge, die morgen 800.000 Flüchtlinge nach Syrien und nach Irak und nach Afghanistan zurücktransportieren können. Es ist nun mal eine Tatsache. Wie gehen wir mit der Situation um? Schuldzuweisungen? Die andere Seite sagt, das sind das Pack, das ist dunkel Deutschland. Und die andere Seite sagt, Vaterlandsverräter. Und dann spaltet sich das Land und vertieft sich diese Feindseligkeit. Was ich draußen gesehen habe, ist gefährlich. Demokratie ist wichtig. Recht auf Meinungsfreiheit ist richtig. Aber Meinung hat eine Geltung, erst wenn sie gehört wird. Wenn man darüber nachgedacht hat. Redeverbote helfen niemandem. Und gerade die, die mich als Faschisten bezeichnet haben, wissen ganz genau, dass Faschismus damit begonnen hat, dass man Redeverbote erteilt hat und Maulkörper erteilt hat. Werde ich deswegen leise in meiner Islamkritik? Nein. Gerade erst recht nicht. Im Gegenteil. Wir brauchen diese deutliche Kritik gerade jetzt, damit nicht alles beim Alten bleibt.
damit wir auch da Lösungen finden können. Ich wollte heute eigentlich über Mohammed sprechen. Und die meisten Leute, die gekommen sind, wollten etwas über Mohammed hören. Aber vielleicht schaffen wir das erst in der Diskussion, wenn Sie noch Interesse daran haben. Ich bin sehr, sehr erschöpft. Ich hatte sehr, sehr schwierige Wochen hinter mir. Die Beamten, die hier stehen, stehen nicht zur Zierde da, sondern weil mein Leben konkret in Gefahr ist. Und weil es viel leichter ist, dass ich zu Hause bleibe oder im Ausland bleibe und ich lasse mein Buch einfach hier laufen. Läuft auch gut ohne einen Vortrag bei der AfD. Aber ich glaube an die Menschen. Ich glaube daran, dass Menschen sich verändern können, dass sie in sich gehen können. Und ich verlange von jedem von uns, der in diesem Saal sitzt, nehmen Sie nicht alles, was ich sage, für bare Münze. Das ist kein Koran und keine Bibel. Und gehen Sie nach Hause und fragen Sie sich, bin ich wirklich der Gute? Und sind die anderen wirklich die Bösen? Und was habe ich gemacht, um wirklich den anderen näher zu kommen? Ich hatte mir gewünscht, dass mehr Leute reingekommen wären von der Demo. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich diejenigen, die den Mut hatten, aus dem Herdentrieb heraustreten zu können und hierher reinzukommen. Und ich hoffe, dass Sie es nicht bereut haben. Und ich hoffe, dass Sie mitdiskutieren werden, dass Sie auch Ihre Kritik laut und deutlich, auch an mir, auch an die Anwesenden hier, ausformulieren können. Dafür ist die Demokratie da, uns diesen Raum zu verschaffen, wo wir uns treffen können, wo wir unterschiedlicher Meinungen sein können, wo wir vielleicht uns gegenseitig helfen, unseren Kurs zu korrigieren, wenn der eine oder andere von uns einen Fehler macht. Ich mache eine Menge Fehler, viele davon sogar gerne. Und jeder von Ihnen auch. Und keiner besitzt die Wahrheit. Und jeder sollte schauen zuerst, was er falsch macht, welcher Beitrag er dazu beitragen kann, ob positiv oder negativ, dass der Hass endlich aufhört. Dass dieses Vergiftete, dass dieses Klima endlich entgiftet wird. Dass Meinung tatsächlich eine Meinung ist und nicht eine Anklage. Wir haben eine einmalige Chance heute durch die Diskussion, wo unterschiedliche politische Kontrahenten im Saal sind, dass wir vielleicht ein Beispiel geben könnten. Ich habe in Berlin gehofft, dass die Mahnwache aus Grünen und Linken reinkommen würde und diesen Dialog mit mir und mit den Veranstaltern führen könnte, damit die 5 syrischen Flüchtlinge etwas über die Demokratie und über die freie Diskussionskultur lernen könnten. Aber leider haben sich die Menschen, außer einer einzigen Dame, entschieden, draußen zu bleiben. Die Syrer kamen rein und haben für mich persönlich ein Beispiel gegeben, wie man miteinander korrekt umgehen kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ich habe die Religion dieser Menschen kritisiert und trotzdem haben sie es mir nicht übel genommen. Sie sind gekommen, haben mich kritisiert und haben ihre Aussprache gemacht, haben für sich selbst gesprochen und ich fand das großartig und ich hoffe, dass wir es heute schaffen, in diesen Dialog einzutreten. Vielleicht können wir ein Signal auch an die Menschen, die draußen sind,
wo die Mehrheit von ihnen friedliche Menschen sind, die tatsächlich sich Sorgen machen um die Demokratie, aber vielleicht das falsche Bild haben, was hier geredet wird. Ich bedanke mich für die Einladung, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.